Die Musik ist so dämlich. Oh, Lernen ist langweilig. Ich will doch einfach nur kämpfen. Ein fusioniertes Pokémon lernt Attacken von beiden Pokémon. Ist das nicht großartig? Ach genau, wo wir beim Thema sind. Wollt ihr gerade irgendwas fusionieren oder warten wir noch ein bisschen? Spaghetti mit Mankey könnte man machen. Bis wir zumindest ans Abra rankommen. Ja, das mal... Das wäre eine Möglichkeit. Also... Es gibt einen Wiki für dieses Spiel. Schau mal online. Kadabra, Mashok, Alpollo und Georock entwickeln sich normalerweise durch Tausch. Aber anscheinend entwickeln sie sich auch, ohne dass man sie tauschen muss, wenn du sie auf Level 40 bekommen kannst. Das aber nur in diesem Spiel, weil man hier nicht tauschen kann, ne? Aber ich schätze mal, oder ich wette, du musst ein echt besonderer Trainer sein, um das hinzubekommen. Also ist Pipi also ein Feentyp-Pokémon. Interessant. Hallo, willkommen zur Pokémon-Akademie. Möchtest du gerne über Pokémon-Fusion lernen? Ja. Was ist das? Alter, die Schweine. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Eine Website ist aufgegangen bei mir. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Eine Website ist aufgegangen mit dem Wiki. Die haben mich auf die Wiki-Seite von dem Spiel geschickt. Geil. Wissen ist sehr wichtig, um ein guter Pokémon-Trainer zu werden. Alter. Ich frage mich, ob wir noch ein bisschen trainieren gehen sollten. Ihr wisst doch, wenn man jetzt nach links geht... Dann kommt zumindest im Originalspiel immer der Kampf gegen Gary. Und ich glaube, seine Pokémon waren da immer so Level 9. Oder so 6, 7 und 9, irgendwie sowas. Oder hat er nur zwei Pokémon? Ich weiß es nicht. Aber ich bin der Meinung, eins davon war Level 9. Deshalb möchte ich jetzt zumindest auch eins bei mir auf Level 9 bringen. Was ist das? Was ist was? Was ist was? Definiere, was das ist. Das Pokémon. Das ist fusioniert. Es ist ein Glumanda mit einem Taubsi. Deshalb sieht es aus wie ein Taubsi mit Glumanderschwanz und Glumanderkrallen. Es ist ja Pokémon Infinite Fusion. Hier kannst du Pokémon kombinieren. Nein! Alter! Gut, gut! Ich wollte einfach mal probieren, wie das Fusionieren funktioniert. Und da haben wir gleich mal Glumanda mit Taubsi kombiniert. War vielleicht nicht so eine schlaue Wahl, aber wir können das später dann wieder irgendwie trennen. Wie auch immer das geht. Einmal Flügelschlag oder wie auch immer das Ding heißt. Oder nee, wie heißt ein Gast? Windstoß, ne? Windstoß. Dann machen wir einfach Decker weg. Gut. Wer möchte einen Spitznamen? Sonst überlege ich mir was. Ich weiß schon was. Wenn keiner was sagt, dann nehme ich das in 3. Wo? 1. Go! Also wenn ihr irgendwelche Spitznamen haben wollt, überlegt es euch am besten schon, bevor ich es gefangen habe und schreibt es dann gleich in den Kampf rein. Ne? Ich kann nicht dann immer 10 Sekunden, 20 Sekunden warten. Manchmal ist noch Verzögerung drin und dann sitze ich da und warte und es kommt keine Antwort.
Deshalb, wenn euch was einfällt, schreibt es noch während des Kampfes rein. Also ich muss dann wieder ein DNA-Splicer benutzen, um die zu trennen, richtig? Moment, ich muss mal ganz kurz ins Discord, da hat mich gerade wieder jemand angeschrieben. Bis gleich. Bin wieder da. Die Frage war jetzt zum wieder defusionieren, soll ich dann wieder den Splicer benutzen, richtig? Also muss ich jedes Mal quasi 300 Poké-Dollar fürs Fusionieren benutzen und wieder fürs Defusionieren. Na gut, so teuer ist es nicht. Alles klar. Ja, 300 Poké-Dollar geht ja noch. Ja. Zur Not können wir ja irgendwann mal wieder so eine Geldverdien-Session einlegen, wo wir uns einfach mit ein paar Mauzis irgendwo hinstellen und Zahltag und Mitnahme und so ein Zeug machen, ne? Also zur Not kriegen wir schon irgendwie Kohle ran. Ich frage mich, ob ich vielleicht den Autosave deaktivieren sollte. Zum einen ist es praktisch, zum anderen könnte es auch was Blödes speichern. Wie eine Niederlage. Aber während eines Kampfes wird er ja wohl kaum speichern, ne? Wenn dann nur vor einem Kampf. Alter, schau dir das mal an. Ich habe diese zwei Pokémon gefangen und sie zusammen fusioniert. Mit dem DNA-Splicer. Cool. Bär gay? Ha! Gay! Der hat einen Habitak und einen Daubsi kombiniert. Alter, wirklich zwei Vögel. Der hat die zwei Standard Gen 1 Vögel kombiniert. Warum macht man das? Um den Supervogel zu kreieren. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Spergei? Herrlich. Einfach nur herrlich. Ganz einfach, er hat einen Vogel. Ich glaube, ich muss den Chat ein bisschen hochziehen, oder? So ein ganz kleines bisschen, so hier. Da kann man besser lesen, oder? Glaube. Ich habe verloren? Nein! Du solltest mit Trainer reden, nachdem du sie bekämpft hast. Sie bieten dir öfters mal noch ein Rematch an oder tauschen dir ein paar ihrer Pokémon. Und andere werden dir einfach nur was Kostenloses geben, wie das hier zum Beispiel. Okay, wir sollten wirklich mit den Trainern quatschen hinterher, ha? Huh? Okay. Das ist hier neu, ha? Huh? Das war normalerweise nicht so. Cool. Hey, gehst du zur Pokémon-Liga? Ich doch nicht. Noch nicht. Mustafa. Red P. Ratata und Raupi.
Rat Pie. Rattenkuchen. Ja, Pie. Pie ist doch Kuchen, ne? Rattenkuchen. Nicht schlecht für einen Anfänger. Geil, Rattenkuchen. Oh. Ist ein Kötel, mach ein Kötel. Ist ein Kötel, mach ein Kötel. Ist ein Kötel, mach ein Kötel. Ich würde jetzt hier echt ein Menki versuchen zu fangen, oder? Und mit dem Menki könnte man dann das Spaghetti kombinieren. Aber was für einen Namen würden wir dann nehmen für einen Menki? Da kommt sogar schon eins. Wir könnten das Menki gleich Medusa nennen, damit es dann nach der Kombination, müssen wir einen der beiden Namen auswählen. Da könnten wir das dann Medusa nennen. Wenn ihr wollt. Äffchen. Ja, Äffchen würde zu Menki passen. Aber wenn wir es fusionieren wollen und gleich den Namen der Fusion jetzt auswählen wollen im Vorfeld, da würde ich Medusa sagen. Man kann jetzt erstmal den Sprite auswählen. Wir müssen jetzt einen Sprite auswählen, der halbwegs passt, damit das dann auch aussieht wie eine Medusa, wenn das Tangela draufkommt. Dann musst du den Namen wählen von dem Ding. Und wenn du es dann kombinierst, kannst du dann hinterher nach der Kombination auswählen, welchen der beiden Spitznamen du wählst. Du kannst dann keinen neuen Spitznamen geben für die Fusion. Du musst dann einen der beiden Spitznamen nehmen. Und das Tangela heißt, glaube ich, Spaghetti. Und wenn wir den Affen jetzt Medusa nennen, könnten wir dann hinterher seinen Namen benutzen, um das Endprodukt Medusa zu nennen. Weißt du? Darum geht's hier gerade. Aber was sieht denn aus wie eine Medusa? Das hier, oder? Das steht zumindest halbwegs. Oder das hier? Das hier vielleicht? Ding nennen wir jetzt Medusa. Obwohl es männlich ist. Und das können wir jetzt kombinieren. Spaghetti und Medusa. Was ist denn das Erste, was man auswählt? Das Erste macht den Körper? Oder kann man das noch hinterher machen, auswählen? Bei Dös konnte ich auch zwei auswählen, ne? Wie rum es ist. Sieht beides nicht sehr Medusa-artig aus. Es gibt eine Seite, ja, aber es variiert auch ein bisschen basierend auf den Sprites, die ich ausgewählt habe, glaube ich. Das ist die Standard-Variation und dann gibt es noch halt hier Sprite-Varianten, die man auswählen kann. Weißt du? Also ich meine, das ist gar nicht mal so schlecht, oder?
Wein-Pokémon. Also ein Schweine-Ranken-Pokémon. Das ist ja putzig. Also Medusa kann nicht einschlafen, oder? Verhindert Probleme mit Status, wenn es Sonnenwetter ist. Also, dann brauchst du erstmal Sonnenwetter. Denke mal, nicht einschlafen ist nicht schlecht. Naiv. Oder modest. Ich denke mal, Minus-Attack ist scheiße bei dem, oder? Dann lieber naiv. Combine Movesets. Oh Gott, ich weiß es auch nicht, du. Constrict. Ist doch schlecht. Ich dachte, ich könnte noch mal irgendwie ein Sprite auswählen. Konnte ich aber irgendwie gar nicht. Vielleicht gibt es da keine Varianten. Bei manchen Kombinationen gibt es mehrere Sprite-Varianten, die man auswählen kann. Und bei manchen anscheinend nicht. Ja, was meinten ihr? Sieht das okay aus oder soll ich noch mal die andere Kombination ausprobieren? Könnt ihr noch mal laden. Aber ich finde, es sieht okay aus, oder? Meinung? Sieht okay aus. Gut. Jetzt muss ich das Ding irgendwie ein bisschen leveln. Jetzt müssen wir das Ding erstmal leveln, bevor wir hier weitermachen. Level 3 ist ein bisschen krass. Dann wird er jetzt riesen Probleme haben. Der ist Kampf und Pflanze. Der hat vierfach Schwäche gegen Vögel. Und gefühlt die Hälfte der Spawns hier, oder über die Hälfte der Spawns hier, sind Vögel. Taubsi, Habitak, Huthut. Nur gegen Kufo hat er eine Chance. Oh. Warum habe ich den vorne? Verdammt. Nur gegen Kufo hat er eine Chance. Wenn er mit dem Low-Kick volle Kanne dem Kufo in die Eier schlägt. Ja. Hau dem Kufo in die Eier. Alter. Sleep Powder. Sleep Powder kann schon einfach praktisch sein. Du. Also wollen wir Medusa jetzt quasi ins permanente Team mit reinnehmen? Fragezeichen? Oder war das eher nur so ein, ich würde gern wissen, wie es aussieht, Erlebnis und dann weg damit? Der kann doch noch keinen Windstoß machen, oder? Der kann doch bestimmt noch keinen Windstoß machen. Nee. Du willst Medusa permanent im Team haben, ja? Eine interessante Kombi, also... Rasa plus Angela oder wie auch immer die Weiterentwicklung ist. Ach stimmt, es wird wahrscheinlich später noch zu dem Abra. Ja gut, wir können es ja jetzt erstmal mitnehmen und dann später das Mankey austauschen gegen ein Abra. Ich habe komplett vergessen. Danke Xela, gut, dass du da bist. Zumindest ein Gehirn für zwei Leute.
Genau, also wir nehmen Medusa mit, aber wir passen das noch später an. Okay. Na, Glumanda wird natürlich auch im Team bleiben, aber das Taubsi wird später auch noch angepasst. Logisch. Und genauso... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir Seeigel für die Smetbo-Kombi nehmen. Vielleicht am Anfang, damit es schon mal ein Wasser-Pokémon ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir vielleicht hier vorne einfach ein Quapsel fangen. Wenn ich mich nicht täusche, kann man doch auf Route 22 Quapsel fangen. Nur ist die Frage, ist das eine gute Kombi mit Smetbo? Smetbo ist ja eigentlich eher Special. Und Quapuzzi, Quappo, also die Reihe, die ist ja eher physisch. Und der Seeigel? Der Seeigel, der, keine Ahnung, was der ist. Der ist defensiv. Was? Nicht im Original? Doch, im Original kann man hier Quapsel fangen. Oder Quapuzzi. Quapsel. Im Original kann man hier Quapsel fangen. 100 Pro. 100 Pro. Aber ich glaube nur in Blau. In Rot kann man hier Mankey fangen und in Blau, glaube ich, kann man hier Quapsel fangen. Oder was ist das? Was ist die Alternative zu Mankey hier? Ich weiß, in Rot gibt es hier Mankey und in Blau gibt es was anderes. Ich glaube, das war Quapsel. Bitte google das mal, bevor du sagst, nein, das stimmt nicht. Ich bin der Meinung, in Blau kann man das hier fangen. Route 22, Pokémon Blau. Welche Pokémon kann man dort fangen? Was ist das? Ach, googelt mal bitte irgendjemand, sonst mache ich es dann gleich selber. Wenn ihr keine Zeit habt, ist auch kein Problem. Oh, guck mal hier! Radfratz, Habitak, Mankey und beide Nidoran. Nee, Mankey ist rot. Mankey ist in Rot. In Blau ist da was anderes als Mankey. Ernsthaft? Ich bin mir sicher, in Blau ist da was anderes als Mankey. Soll ich das fangen, einfach nur für den Eintrag? Mankey ist nur gelb? Nee. Mankey gab es in Rot auch. An der Stelle, glaube ich. Oder? Warte mal. Jetzt muss ich nachgucken. Jetzt muss ich selber sehen. Pokémon Rot, Blau, Gelb, Bronze. Fanggebiete. So, das ist Route 22 dort, ne? Quapsel. Route 22. Ah, Angeln. Verdammt. Dann war es Angeln. Dann habe ich es dort geangelt halt. Aber ich weiß, dass man es dort bekommen kann. Aber Angeln ist es dort. Ja, okay. Mankey gab es nur in Gelb oder was? Komisch. Komisch. Na gut. Das Gedächtnis spielt einem Streicher. Wollen wir dieser komischen Chimäre einen Namen geben?
Ich weiß genau was. Alter, ein Radfratz und ein Taubsi kombiniert. Was ist das? Eine fliegende Ratte! Ja! Tauben sind fliegende Ratten. Gehen wir rüber und gucken nochmal, was dort für Sachen spawnen auf der 22. Fangen vielleicht nochmal ein, zwei Sachen und dann gehe ich mal rüber und guck mal, ob dort überhaupt der Rivale kommt. Ich habe das Gefühl, hier sind ein paar Sachen ein bisschen anders als im Original. Aber ich denke, die Standard-Encounter, wenn die Story noch gleich ist, sollten die ja da sein, oder? Der Standard-Rivalenkampf hier drüben. So, Low Kick in die Eier! Bam! Oh! Oh! Alter, ist das eine Kombination! Die wird dich im Traum noch verfolgen, also im Albtraum. Guck dir das Vieh an. Das ist ja herrlich. Absolut herrlich. Der Peck. Der Schnabel, Alter. Der tat weh. Fang es und nenn es Affenvogel. Auf jeden. Ja, fangen wollte ich sowieso, aber Affenvogel, ja. Diese Affendiener von der Hexe beim Zauberer von Oz, ne? Da hat doch diese Hexe diese fliegenden Affendiener. Was? Durfte ich gar keinen Spitznamen auswählen? Achso, doch. Jetzt. Affenvogel. Ist das dämlich, ey. Herrlich. Ja, also ich glaube, wir werden noch sehr viel Spaß haben mit diesem Spiel. Hat sehr viel Potenzial, muss ich sagen. Die verrückten Kombinationen, die man hier machen kann. Gehen wir jetzt mal gucken, oder was? Kann man hier im Pokédex so eine Gebietsanzeige machen? Nee. Bei manchen Spielen war das, dass du dann anzeigen lassen konntest, was man hier so alles fangen kann. Natürlich nur basierend darauf, welche man auch schon gesehen hat. Aber, naja. Ah, hey, Discord. Du gehst zur Pokémon-Liga? Vergiss das mal. Du hast doch wahrscheinlich noch nicht mal irgendwelche Orden. Der Wächter wird dich nicht durchlassen. Übrigens, ist dein Pokémon stärker geworden? Kakpo! Ja? Rivale Kakpo schickt Nidogay! Ha! Nidogay. Oh, aber Gift und Vogel gegen Kampf und Pflanze. Wenn der eine Vogelattacke macht, wenn der einmal Peck macht, ist der weg. Da muss ich raustauschen.
Wenn der nur einmal Peck macht, bin ich weg, du. Hier, Kufo. Du bist mal das Opfer. Kassier mal ein, zwei Schläge oder so. Ich sag doch, ey. Und der pickt direkt auf die Eier. Der pickt dem direkt auf die Eier. Oh, bist du blöd? Ich will nicht, dass mein Radfatz gewinnt. Besieg das Radfatz. Besieg das Radfatz jetzt, Junge! Das Radfatz soll keine XP bekommen. Du sollst das Radfatz besiegen! Bist du blöd, Junge? Na also, geht doch. Nicht zu helfen dem Jungen, ey. Medusa? Nee, Dös. Und einfach nur einmal Glut. ist das Rankenhieb? Weinwip? Das Rankenhieb oder wie heißt das? Ja, oder? Ich glaube. Statt Ingrain wahrscheinlich. Ich weiß nicht, lohnt es sich Ingrain zu behalten? Nicht so wirklich, ne? Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, wie Tangelas Moveset aussieht. Lernt es Megasauger oder irgend sowas in der Art? Hoffe ich mal. Hoffe ich mal ganz stark, du. Squirtsaur. Quirtsaur. Ich will mal gucken, ob Medusa da irgendwas anrichten kann. Wenn nicht, klärt durch die Sache. Pflanze und Wasser ist das ja jetzt, ne? Da ist Weinwip eigentlich wieder neutral, ne? Neutral mit Step. Was kommt da besser, der Low-Kick oder der Weinwip? Weiß ich gar nicht. Nochmal. Ach, Low-Kick ist nicht gut? Ist Kampf schlecht gegen Pflanze? Kampf schlecht gegen Pflanze? Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Naja, der Kampf war sinnlos. Booyah-Chaka. Karate-Chop. Vielleicht ist es Giftwasser. Okay. Komische Kombi. Aber okay. Ich hätte Pflanzewasser genommen. Karate-Chop. Jetzt ist die Frage, Low-Kick ist gut gegen Gegner, die viel wiegen. Karate-Chop ist halt 50er. Was ist denn der niedrigste Damage, der Low-Kick sein kann, wenn der Gegner sehr leicht ist? Und dann mach mal Low-Kick weg, oder? Was ist der höchste? Gegen Relaxo oder sowas? Wahrscheinlich dann sowas wie 100 oder sowas, oder? Och Leute, was mache ich da jetzt? Leap Powder weg? Nee. Scratch weg? Mach mal Scratch weg, oder? Scratch bringt eigentlich gar nichts. Mach ich Scratch weg. Jo, hallo Griever. Kackpuh hat verloren. Oh, Anfängerglück. Ja, was auch immer, du hast bloß Glück gehabt. Naja, zumindest hast du schon ein paar Pokémon gefangen. Du solltest auch irgendwann mal versuchen, ein paar von denen zu trainieren. Alter, was für ein Arschloch.
Naja, egal. Ich habe gehört, die Pokémon-Liga hat echt viele richtig zähe Trainer. Ich muss herausfinden, wie ich an denen vorbeikommen kann. Vielleicht benutze ich noch ein paar mehr DNA-Splicer, um meine Pokémon zu kombinieren und sie noch stärker zu machen. Ich habe einen Haufen von dem am Pokémon-Markt bekommen. Hier, du kannst doch einen haben. Oh, danke. Danke. Du solltest aufhören rumzuspielen und ja, weitermachen, weiterziehen. Das war's. Richtig später. Warum gehst du zur Liga zurück? Da kommst du doch gar nicht durch. Warum gehst du dahin? Oh! Nidotata! Nidotata. Aber der hat auch Pack, oder? Hat der auf Level 3 schon Pack? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob der auf Level 3 schon Pack hat. Oh. Ich dachte, der überlebt das. Ich dachte, er überlebt es. Ich wollte eigentlich noch einen Nidoran männlich oder weiblich vielleicht fangen. Jetzt nicht unbedingt, um es zu kombinieren, einfach nur weil... Pokédex. Wir machen mal noch 5 Encounters, dann ziehe ich weiter. Das haben wir bei Pro auch immer so gemacht. Die 5 Encounter-Regel und dann geht's weiter. Oh, das ist viel zu wenig. Das war viel zu wenig. Das war jetzt wahrscheinlich ein 20er, ne? Oh Gott. Und dann crittet der. Ja. Grieva, wir haben schon einen Wasser-Pokémon gefangen. Ich glaube nicht, dass das finale Wasser-Pokémon wird für deine Fusion. Aber sobald wir einen Raupi haben, würde ich sie erstmal kombinieren. Bis wir was Besseres gefunden haben. Oh, ein Spitznamen. Wir brauchen einen Spitznamen. Lady. Okay, ich wollte Bunny machen. Weil das so ein bisschen aussah wie ein Häschen, wie es gerade da saß. So, das war jetzt Encounter Nummer 2. Ich frage mich, warum er unbedingt ein Smetbo wollte, weil eigentlich sind die Käferviecher ja nicht so stark, vor allem im Endgame dann nicht mehr, ne? Ob er es absichtlich gemacht hat, damit ich ein schwaches Pokémon im Team habe? Tja, das war ein Counter Nummer 3. Glaube ich. Nummer 4. Und jetzt noch einen, dann ziehen wir weiter. Ah, perfekt. Perfekt. Nicht so toll. Ich wollte eigentlich noch ein Schlafpulver drauf machen. Wie jetzt, Bunny Boy? Das Mädel wollte ich Bunny nennen. Guck mal, hier, den hätte man jetzt Bugs nennen können. Bugs Bunny. Und die andere, wie heißt denn die andere? Lola Bunny, oder? Also den hätte ich jetzt Bugs genannt. Und die andere hätte ich Lola genannt. Aber du hast Lady genommen. Also müssen wir jetzt hier was anderes machen. Lady und
The Lady and the Tramp. Susi und Strolch. Wir nennen den Tramp. Susi und Strolch. Lady and the Tramp. Oder, damit es alle verstehen, kann ich auch Strolch machen. Das heißt sie jetzt nicht mehr Susi. Naja. So, ich gehe mal kurz speichern und dann muss ich mal eine ganz, ganz kleine Pause einwerfen. 2-3 Minuten. Und dann ziehen wir mal hoch Richtung der Tanjawald, würde ich sagen. Alles klar. Bis gleich.